Willkommen zurück zu Kirby und die wundersame Spiegelwelt. Im letzten Part war ja einiges los. Wir haben Krakow bekämpft und passend dazu war im letzten Part ja wirklich Weltuntergangsstimmung. Bei mir waren unfassbar viel Gewitter. Also wer den letzten Part nicht gesehen hat, unbedingt reinschauen, denn da war auch, da habe ich was ziemlich Interessantes eingeblendet. Na gut, interessant, nicht eher was Witziges. Also wer den letzten Part nicht gesehen hat, unbedingt reinschauen. Also echt, mir kam es echt so vor, ich hätte Krakow in die reale Welt gebeamt, denn das war... Oh, die Flasche hier. Okay. Also im letzten Part kam es mir echt so vor, als hätte ich Krakow in die reale Welt gebeamt, denn das war ja wohl kein Zufall. Ausgerechnet dann, wenn ich Krakow bekämpfe, ist so Gewitter bei mir in echt. Aber wer den letzten Part nicht gesehen hat, unbedingt reinschauen. Okay. In dem Part machen wir weiter in den Kohlkavernen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, gerade eben habe ich schon einmal eine Aufnahme angefangen, wo ich hier versucht habe, in den Kohlkavernen den Bosskampf zu finden. Und diese Aufnahme, die ist grottenschief gegangen. Okidoki, ich zeige euch mal kurz, was ich in dieser Aufnahme gemacht habe. Blöderweise, das ist mir schon mal in Kirby 64 The Crystal Shards passiert, nämlich in beiden Let's Plays von Kirby 64 The Crystal Shards. Bei Kirby wird ja alles immer automatisch abgespeichert. In gewisser Weise ist das gut, in gewisser Weise schlecht. Okay. Fassen wir mal zusammen, was ist denn gerade passiert. Also, ich zeige euch, ich bin hier entlang gegangen. Ich wollte nämlich in diesem Part in den Kohlkavernen den Boss finden. Ich kann euch ja mal kurz zeigen. Nämlich in den Kohlkavernen ist komischerweise, ihr merkt es, keine vernünftige Levelkarte vorhanden. Und ich habe eine Theorie, warum das nicht so ist. Ich meine, wir hatten ja schon öfters in den Leveln, wer das noch weiß, oh Gott, diesen Parcours hier, da habe ich gerade eben schon mal richtig Probleme gekriegt, denn Kirbys Unterwasserfunktion funktioniert in dem Spiel irgendwie überhaupt nicht. Ihr merkt, es geht hinten und vorne einfach nicht, Kirbys Unterwasserschwimmen hier. Okay, also mal eins nach dem anderen. Gut, hier haben wir Bonkers, den brauchen wir, um Hammer-Kirby zu bekommen, nämlich Bonkers! Am liebsten würde ich diese Aufnahme jetzt auch einfach abbrechen, aber nein, ich zock weiter. Okay. Eins nach dem anderen. Also, in der Aufnahme gerade eben, ich rufe am besten meine Kollegen Kirbys, damit wir Bonkers zusammen besiegen können. Ja. Also, in dem Bereich, wo ich gerade eben hergekommen bin von der Regenbogenroute, da war ja, also ihr habt es ja bestimmt gerade gesehen, da war ja, oder ich glaube nicht, oder? Da war ja ein Gebiet, wo wir nur mit Hammer-Kirby hinkommen können. Und hier gibt es passend Hammer-Kirby. Allerdings, ich möchte es allerdings nochmal kurz holen, weil, naja, egal. Ist wurscht. Also, rufen wir hier mal unsere Kollegen Kirbys, dann können wir Bonkers viel einfacher platt machen. Warum? Ne, wirklich, warum? So, jetzt Kollegen Kirbys rufen. Mein Gott, ein bisschen nicht so funktionieren tut das Spiel schon. Okay, die machen jetzt hoffentlich meinen Bonkers für mich platt. Oder auch nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Also, Alter. Ja, genau. Mach die denn für mich platt. So, Feuer. Genau. Okay, gut. Also, ich habe gerade eben schon mal eine Aufnahme gemacht. Die ist furchtbar schief gegangen. Also, schief gegangen, da kann eine Aufnahme gar nicht sein. Das hättet ihr echt sehen müssen, gerade eben so. Und meiner. Oh, der rote Kirby geht flöten. Okay. Ich habe gerade eben schon mal eine Aufnahme angefangen. Und wisst ihr, was da passiert ist? Ja, unter anderem ist ein kleiner, wie soll man sagen, Zwischenfall passiert. Schön Lärm in der Aufnahme und so. Also hier, ihr merkt, hier drin ist allerdings nur so eine Flasche. Von diesen Flaschen habe ich immer noch keine Ahnung, ob die jetzt wirklich zu 100% dazugehören oder nicht. Okidoki. Und ja, also ich habe dann beschlossen, ich bin dann schon in einem Gebiet weiter unten in den Kohlkavernen gewesen, aber ich habe mir gedacht, nee, die Aufnahme, die verwerfe ich auch aus einem anderen Grund. Da war nämlich gerade echt tierisch Lärm in der Aufnahme und ich habe mir gedacht, nee, das lade ich nicht hoch, das schmeiße ich weg. Allerdings habe ich jetzt blöderweise 1% bekommen. Also nachdem wir im letzten Part ja Krakow besiegt haben, stand lustigerweise 33% auf meinem Spielstand. Also echt, ich bin ja im letzten Part unfassbar viel durch die Gegend gelaufen. So wenig Prozente, ich meine, vor dem letzten Part, als Part 3 zu Ende ging, hatte ich auf meinem Spielstand 29%. Und ja, mittlerweile habe ich 34%. Das heißt, 1% habe ich jetzt, warum auch immer, in den paar Minuten, wo ich hier aufgenommen habe, vermutlich durch diese Kiste. Hier war nämlich so eine grüne Musiknote drinnen. Diese Kiste habe ich gerade eben in der Aufnahme schon mal geöffnet. Und ja, ich schätze mal, das hat auch zu 100, das hat den 1% gerade ausgemacht. Okay. Schätze ich mal. Also das da, hier geht es übrigens, glaube ich, soweit ich weiß, nicht vernünftig weiter, denn hier werden wir gleich wieder nach oben gespült und landen hier wieder.
Da mache ich hier am besten gar nicht weiter. In dem Raum da gerade, wo wir mit Hammer wieder geöffnet haben, war ja auch nicht mehr. Was bewirken diese Flaschen? Kann mir das endlich mal einer sagen, bitte? Gehören die jetzt zu 100% dazu? Ich meine, die tauchen ja immer wieder auf. Ich habe diese Flasche ja gerade eben schon mal eingesammelt. Okay, und gerade eben bin ich nach rechts weitergegangen. Und das machen wir jetzt auch. Okay. Viel zu erzählen, viel zu erzählen. Da geht's nicht durch, aber ich schätze mal, da kommt man von irgendwo. Oh, Moment mal. Hier mit Hammer Kirby? Das habe ich gerade eben nicht mitbekommen. Naja, genau hier an der Stelle war jetzt halt gerade eben bei der Aufnahme ein Fehler. Naja. Bunkers, den haben wir ja in der Kirby TV-Serie. Nicht in der Kirby TV-Serie. In Let's Play Kirby Nightmare and Dreamland unfassbar oft gesehen, wer das weiß. Da habe ich sogar einen Partner ihm benannt. Nach Bunkers, weil das war einfach unfassbar. Erinnert ihr euch, wie oft wir da auf Bunkers gestoßen sind in Kirby Nightmare Dreamland, weil ich immer und immer wieder die Hammerfähigkeit holen musste. Ja, Hammer Kirby ist ja eigentlich, muss man ja sagen, eine Rarität, denn Hammer Kirby, jetzt reicht mir aber langsam, ich nehme viel zu viel Schaden. Hammer Kirby ist ja eine wirkliche Rarität, denn eigentlich ist Bunkers ja wirklich der einzige Gegner im gesamten Kirby-Universum. Ah ja, hier habe ich auch eine Schatztruhe gefunden. Und hier haben wir auch UFO-Kirby. Mein Gott, ich komme überhaupt nicht mit dem Nachreden. Also, wie gesagt. Und im letzten Part habe ich überraschend wenig, also hier mit UFO-Kirby können wir uns jetzt hier durchmanövrieren. Also ich habe jetzt im letzten Part wirklich mit dem Bosskampf gegen Krako und so nur 4% des gesamten Spiels bekommen. Was ist denn das für ein Gegner? Pixi. Sah gerade ein bisschen aus wie Sonic the Hedgehog. Ist das aufgefallen? Okay. Hier brauche ich auch Dings. Was ist hier oben? Moment mal. Moment. Oh nein, jetzt bin ich schon wieder hier gelandet. Ernsthaft? Aber Moment mal. Wenn wir da Hammer-Kirby brauchen. Jetzt ist schon wieder so ein Hintergrundgeräusch, was ich übertönen muss. Moment mal. Können wir mit UFO-Kirby den hier einrammen? Nein. Dann brauche ich. Moment, die anderen haben jetzt Hammer Kirby. Die anderen haben jetzt Hammer. Habt ihr das jetzt gesehen? So, hier einrahmen bitte. Hier einrahmen, genau. Also, habt ihr es jetzt gesehen? Der hat jetzt wieder so Funk das alarmiert. Habt ihr es jetzt gesehen? Bitte hier zwei Hammer Kirby behalten. Nicht verlieren, nicht verlieren. Hammer Kirby. Da. Einer von denen hat Hammer Kirby. Komm. Lass mich durch. Nein! Und da ist Hammer Kirby von beiden auch schon wieder weg. Naja, Hammer Kirby ist halt eine Rarität. Bunkers ist ja der einzige Gegner und Bunkers ist nicht gerade ein häufiger Gegner, der ja eigentlich Hammer Kirby gibt. Na gut, in der Kirby-Serie hat Kirby manchmal die Hammer aufgesaugt, um das Ding zu bekommen, aber kann man das zählen lassen? Naja. Gott, ich bin in dem Part so. Das ist immer, wenn ich eine Aufnahme abbreche, tue ich mir so schwer, alles, was ich in dieser Aufnahme gerade erzählt habe. Okay, Moment. Hier bin ich hier. Moment mal. Moment, gibt es in dem Spiel eigentlich Igel-Kirby? Den haben wir bislang noch gar nicht gesehen. Könnte es etwa wirklich sein, dass es den in dem Spiel gar nicht gibt? So, Moment. Also, kann man es damit öffnen? Nein. Da oben. Okay. Jetzt sind wir hier. Ah, und hier gibt es Stein-Kirby. Mit dem können wir diese Dinger nämlich auch einrammen. Hervorragend. Also diese Holzpfeile hier kann man mit Stein. Das sieht echt aus wie Sonic the Hedgehog, der Gegner da. Also mit Hammer und mit Stein-Kirby können wir das öffnen. Aber jetzt mal zu meiner Theorie. Warum haben wir denn in den Kohlkavernen bislang noch keine vernünftige Karte? Ihr habt es ja gerade gesehen. Meine Theorie, die müssen wir erst finden in diesen komischen Räumen mit den Sternen. Ihr wisst schon, diese riesigen Truhen da. Und wozu ist das, wenn ich fragen darf? Das war ja gerade voll sinnlos. Moment, da geht's raus? Was soll denn das bitte für einen Sinn haben? Ne, wirklich? Naja. Tja, und wie im letzten Part habe ich halt, das war eigentlich der Punkt, auf den ich hinaus wollte, im letzten Part habe ich halt, überraschend wenig Prozent des Spiels bekommen. Und ich brauche jetzt echt mal eure Hilfe. Was zählt denn jetzt wirklich zu 100%? Klar, um das Spiel zu beenden, muss ich einfach nur alle Bosse in den Leveln finden. Einer hat mir geschrieben, ich muss alle Flaschen 2- bis 3-mal einsammeln. Hier habe ich die Aufnahme dann abgebrochen, denn hier bin ich dann irgendwo im Over gegangen und wollte nicht den ganzen Weg wieder runterrennen. Okay, also, aber der Bereich gerade eben war wieder blind für mich. Okay. Ich sammle mal diese ganzen Flaschen ein. Einer hat mir gesagt, ich muss jeden Weg doppelt gehen. Meine Güte. Alter, ich habe keine Fähigkeit. Und jetzt genau bei dem hier bin ich dem Over gegangen. Die Lodermaus. Die hatten wir ja im letzten Part auch schon wieder. Lodermaus. Loder. Immer wenn ich das Wort Loder höre, läuft es mir irgendwie ein bisschen eiskalt den Rücken runter. Obwohl es eigentlich voll warm ist. Unrealistisch. Naja. Lodermaus. Loder. Irgendwas gab es nicht.
überlege gerade echt, Lodermaus. Irgendwas mit Loder verbinde ich mit irgendwas Coolem, aber... was ist denn? Immer wenn ich Loder erwähne, Lodermaus. Da läuft es mir irgendwie so richtig cool und eiskalt den Rücken runter. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein Gefühl, was ich nicht richtig beschreiben kann. Und es wäre eigentlich sogar sehr dumm, dass ich da ohne Fähigkeit reingegangen bin. Gut, ich glaube, jetzt habe ich alles erwähnt. Mit Hammer Kirby, den Text habe ich gerade nochmal aufgequasselt. Deswegen Kirby Nightmare Dream, mit der erinnert ihr euch, da haben wir ja die Hammerfähigkeit so oft gebraucht, dass wir immer zu Bonkers zurückgerannt sind. Ah, Mann, das war ein Kirby Nightmare Dream. Jetzt eine Angelegenheit, sage ich euch im Let's Play damals. So, noch einen von diesen Lava-Batzen, wenn ich auch einen kriegen würde. Lodermaus. Jetzt läuft mir nicht mehr eiskalt den Rücken runter. Irgendwas mit Loder. Gab es nicht mal so einen Gegner, der so hieß? Lodermaus. Naja, egal. So. Ja! Haha! Und einsaugen. Feuerball Kirby, hervorragend. Die Lodermaus gibt es, glaube ich, auch in Kirby Mausattacke. Da habe ich übrigens auch schon mal eine Anfrage bekommen. Willst du nicht mal Kirby Mausattacke Let's Playen? Ich habe mir da überlegt, warum nicht? Kirby Mausattacke sieht für mich nach einem vernünftigen 2D-Jump'n'Run aus. Und auch nicht so viel auf Metroid-Style wie das hier, sondern einfach nach einem vernünftigen Kirby-Jump'n'Run. Hm? Und, irgendwas wollte ich noch gerade zu UFO-Kirby sagen. Also meine Theorie, warum wir hier bislang noch keine Karte haben, also ihr merkt, so eine Karte, ich kann es euch ja mal kurz zeigen, also hier haben wir ja bislang keine solche schöne Karte, wie zum Beispiel im Senfmassiv oder so, weil wir hier vermutlich noch nicht diesen Raum gefunden haben. Erinnert ihr euch diese großen Schatztruhen da? Ich schätze mal, die haben irgendwas damit zu tun. Moment mal. Okay, Moment. So. Irgendwie kenne ich mich gerade nicht ganz aus. Der geht hoch. Da rechts muss ich rein. Aber wie? Aber wie? Okay. Denken. Boah, ich denke mal, das Spiel ruckelt dabei. Hä? Ich glaube, da brauche ich Beam, oder? Nein, ich brauche Crash! Inferno Kirby! Oder wie er in den neuen Spielen heißt, Kugelblitz Kirby. Den Namen finde ich irgendwie nicht so prickelnd. Ja! Damit dürfte es gehen. Aber nein, damit ist es ja auch zu hoch. Da brauche ich echt den, den da, der sich immer in die Luft sprengt. Okay, hier am besten in den Bereich nochmal rein und raus, denn dann kann ich ihn besser erreichen, denn jetzt ist er echt in der Position, wo man ihn kaum richtig aufsaugen kann. Ich finde die pinken Hintergründe hier, also wir sind ja jetzt praktisch meilenweit unter Tage und die Atmosphäre gefällt mir irgendwie. Mein Gott, immer wenn ich eine Aufnahme abbreche, kann ich irgendwie die Aufnahme nicht mehr vernünftig neu aufnehmen. Ist euch das schon mal passiert? Also mir ist das schon sehr häufig passiert. Also es gibt viele meiner Abonnenten, machen ja auch Let's Plays. Zwar nicht so viel wie ich, aber sie machen welche. Ist euch das schon mal passiert? Jetzt mal ganz ehrlich. Ist euch das schon mal passiert? Wie oft soll ich den Satz jetzt noch sagen? Nein. Sonst fliegt er wieder runter, wenn ich das jetzt öffne. Von hier aus müssen wir arbeiten. So. Und jetzt in einer Position, wo wir diesen Block... Jetzt. Ich darf meine Fähigkeit... Genau jetzt und dann öffnet sich der Block. Nein. Oh, von hier aus können wir es mit Beam Kirby öffnen. Hab schon verstanden. Alter. Ich probiere in dem Part echt viel aus. Naja. Aber das wäre Punkt. Sag bitte nicht, der Waddle Doo ist weg. Und wehe, wenn ich da... Oh! Oder Moment, hat das vielleicht mit diesen Schaltern zu tun? Das könnte nämlich auch sein, diese Schalter. Vielleicht haben die etwas mit. Okay. Ah, jetzt haben wir... Okay, jetzt ist hier zu dieser Tür eine Verbindung. Moment, und jetzt? Nein. Also das öffnet nicht diese Karte. Dann haben wir aber wirklich nur noch eine Theorie. Ich möchte jetzt aber ernsthaft mal diese Schatztruhe da haben. Ich möchte diese blöde Schatztruhe haben. So. Oh. Okay, also, jetzt mal. Also irgendwas habe ich noch vergessen zu erzählen. Naja, das mit Bunkers habe ich erzählt. Meine Theorie, also wie gesagt, ich glaube halt, dass diese großen Schatztruhen da diese Karten beinhalten. So, was auch immer das ist, ich nehme es mal mit. Also, wie gesagt, ich habe gerade eine Fehlaufnahme gestartet. Die Geschichte mit Bunkers habe ich erzählt. Und ja, das war's eigentlich, oder?
Das war alles, was ich erzählt habe. Im Hintergrund mauzt jetzt wieder eine Katze. Okay, gehen wir mal hier weiter. Das sieht mir nämlich sehr gut nach Boss aus. Ich habe mir noch gedacht. Zuerst habe ich gedacht, das verschließt vielleicht ein Secret, aber nein. Da passiert sowas. Okay. Gut, also ich glaube, jetzt habe ich alles erzählt. Zu UFO Kirby wollte ich, glaube ich, noch irgendwas sagen. Also UFO Kirby muss ich wohl keinem mehr erzählen. So? Achso, Moment. Achso, da oben geht es eh weiter. Dann nehme ich aber lieber Feuerball Kirby. Genau. Die Geschichte mit Bonkers habe ich erzählt. Bonkers, der war ja auch so in der Kirby-TV-Serie, war ja alles andere als böse. Also, habe ich eigentlich schon erzählt? Ja, Hammer Kirby, dass das Rarität ist, das habe ich, glaube ich, auch schon erzählt, oder? Hammer Kirby kriegt man ja wirklich nur von Bonkers und von Heavy Mole, einem Boss aus Kirby Nightmare in Dreamland. Und, soweit ich weiß, noch von, King Dedede. Aber nur in der Serie, wenn man seinen Hammer aufsagt. Also, in der Kirby-TV-Serie, oh, da haben wir den Haubau. Diesen Hund haben wir ja auch schon mal gesehen. Wie heißt denn diese Hundeart, die diese Ohren hat, die so etwas komisch aussieht? Ich möchte jetzt keine Hundebesitzer beleidigen, aber ihr hört sie ja im Hintergrund, ich bin Katzenbesitzer. So. Yikes! Alter! Yikes! Besiegt diesen Hund! Besiegt die Döle! Nein! Aber das ist kein Problem, dass ich jetzt wieder hier starte, denn wir haben ja hier eine. Nehmen wir zwar Laser-Kirby, warum nicht? Der ist eh gar nicht schlecht. So. Laser-Kirby, er kommt also doch nur mehr als nur Kirby's Adventure vor. So. Verstehe, ich muss hier oben so mit Schwung drüber laufen. Eieieiei. Aber ich will ihn behalten. Naja. Okay. Also. Ja, jetzt haben wir hier halt diese Öffnung gemacht. So, diese Aufnahme wird jetzt aber nicht mehr wegschmissen, egal wie peinlich die noch wird. Ja, man muss ja sagen, das Let's Play hier ist ja nicht gerade, wie soll man das sagen, eines der besten Kirby-Let's Plays. Also, weil ich das Spiel halt nicht kenne und es halt ziemlich auf Metroid ist und mit Metroid habe ich mich ja bislang noch nicht anfreunden können, bin ich hier halt nicht so gut wie in anderen Kirby-Spielen. Vom Gameplay her schon, aber da das System halt ein ganz anderes ist von der... Also die Grundidee des Spiels ist ja überhaupt nicht Kirby, sondern halt voll Metroid. Mit dem hier können wir den ja richtig leicht besiegen. So, hey! Ja, ganz wie der steckt viele Treffer ein. Ich schätze mal, ich brauche Kämpfer Kirby. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, hier würde sich eine Tür auftun, aber nein. Aber nein, so. Kämpfer Kirby ist auch ganz gut. Naja, wenn Kirby hat in der Serie öfters King Dedede's Hammer aufgesaugt und wurde dadurch zu Hammer Kirby. Aber in einer Folge kam Bonkers auch vor. Kirby's Master. Folge 79 war es, glaube ich. Was war da? Bonkers war ein Zirkusaffe, der irgendwie nicht glücklich war und als er dann Kirby irgendwie im Fernsehen in den Nachrichten gesehen hat, war er. So hat er gedacht, Kirby is a great Star Warrior, he must teach me, so I'm a great warrior too. Ich hoffe, ihr könnt gut Englisch, denn das übersetze ich euch jetzt nicht. Okay, wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet, wenn ich fragen darf? Meine Güte, die Kohlkaverne ist groß. Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Wie soll man denn bitte unter Wasser diese Blöcke da entfernen? Wirklich, das geht ja unter Wasser nicht, oder? Irgendwie habe ich Angst, da durchzugehen. Wo bin ich jetzt? Hm? Bin ich jetzt schon wieder gelandet? Oh nein, der Bereich kommt mir bekannt vor. Da waren wir doch schon im allerersten Part, oder? Ja, den Bereich, den kenne ich leider. Ja, hier waren wir schon. Das heißt, wieder zurück. Moment mal. Wenn ich den Bereich kenne, dann müsst ihr ja die vorderen Bereiche auch kennen. Oh nein, die Tür ist weg. Dieser Block da ist ätzend, der ist ja in Wahrheit ein Gegner. Edge Knight, dien mir mal. Ich glaube ja, etwas soll ich noch zu UFO Kirby sagen, denn UFO Kirby ist ja auch so eine Angelegenheit. Denn UFO Kirby wir hatten UFO Kirby bislang schon einmal in diesem Let's Play, oder? Ich glaube schon. Aber ja. UFO Kirby ist halt, wie soll man sagen, eine der außergewöhnlichen, seltenen Fähigkeiten, weil UFO Kirby ist halt. Ja, UFO Kirby eben. Da muss ich hin, da ist diese große Karte bestimmt drinnen, aber wie komme ich da am besten lang?
Moment, hier? Ja, hier waren wir auch schon, wer das noch weiß. Nein, aber ich habe noch ein Leben. Ich habe noch ein Leben. Ich habe noch ein lausiges Leben. Was mich in dem Spiel ehrlich gesagt auch vor allem an den älteren Kirby stört, dass man immer 6 Balken hat. Das heißt, man darf partout nur 6-mal getroffen werden. Man hat es in den neueren Kirby-Spielen viel besser hingekriegt, dass Kirby eine Energieleiste hat. Das heißt, die man dann auffrischen kann und so. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche die Kämpferfähigkeit. Da wir die ja schon so einen Schmissen bekommen haben von dem einen Typen da. Vom Hund. Hier bin ich ja nach unten gegangen und das hat dann zum Ziel geführt. Aber die Ziele kann ich mir vorstellen, kehren bestimmt auch zu 100% dazu. Aber ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, genau das habe ich mich in der vorigen Fehlaufnahme gewundert. Warum ich mich partout nicht an... Ah, jetzt verstehe ich, jetzt ist es oben frei, jetzt muss ich es nur noch zurückschaffen. Komm, bitte jetzt nicht erledigt werden. Ich habe endlich mal etwas zu verbuchen in dem Part. Genau hier kann ich jetzt endlich durch zu der großen Schatztruhe. Okay, jetzt. Genau, jetzt haben wir eine Karte. Okay, Gebiet 1. Ich möchte zum Boss. Moment mal. Das dürfte machbar sein. Ich gehe jetzt nach unten ins Ziel. Komm, jetzt bin ich motiviert. Ich habe mir vorgenommen, so ein Boss pro Part ist gut. Das machen wir jetzt. Okay. Moment mal. Muss mir merken, 21 Minuten. Hey! Nämlich. Und zwar, Moment mal, es ist halt immer so für die Synchronität. Genau, immer, es muss immer so ein Klacks dabei sein vom Controller, damit ich prüfen kann, ob synchron ist. Denn bei meinem neuen Aufnahmeprogramm habe ich den Rhythmus für die Synchronität noch nicht ganz inne. So, extra Leben, das kann ich gebrauchen. Alle extra Leben zu mir! Keulen sind gar nicht mal so wichtig und Maxi-Tomaten auch nicht. Okay, gut. Damit wären wir wieder hier gelandet. Aber wir gehen gleich wieder nach unten. Nämlich werden wir jetzt hier die wunderbare Abkürzung zu den Kohlkavernen. Können wir schon vorstellen, jetzt, Moment mal, jetzt, genau, jetzt bin ich hier. 3 Räume weiter und dann einen Weg nach unten. Das merke ich mir. 3 Räume weiter. 1. Naja. UFO-Kirby. Wir hatten doch UFO-Kirby in dem Let's Play schon einmal. UFO-Kirby ist ja wohl eine der seltensten Kirby-Fähigkeiten. Gab es eigentlich, glaube ich, nur so in geheimen Räumen in Kirby's Adventure wie und Kirby Nightmare and Dreamland. Obwohl, das stimmt nicht. In der letzten Welt war da auch irgendwas, wer das noch weiß. Dann gab es nicht Lodermaus. Bitte nicht Lodermaus. Okay, dann gab's, wer ist denn der Boss hier eigentlich? Ich könnte mir vorstellen, es ist Heavy Mole wieder, oder? Ja, weil ich Feuer-Kirby gerade bin, Feuer-Ball-Kirby, das ist ja hier noch ein Unterschied. In den neueren Kirby-Spielen und auch in der Serie ist es kein Unterschied, aber hier sind Feuer-Kirby und Feuer-Ball-Kirby noch nicht das gleiche. So, also. Und UFO-Kirby, den gab es ja auch in Kirby und das magische Garn. Obwohl es da ja verständlich ist. Kirby, das ist ja, glaube ich, die einzige Fähigkeit, die es außerhalb des magischen Garns gab, wo Kirby seine Form verändert. Ich fand das gerade so witzig, als Kirby seine Kollegen herbeigerufen hat mit dem UFO. So auf ganz modern, nicht mehr mit Walkie-Talkie oder Telefon oder was er da immer benutzt, sondern... Oh Mann, da habe ich echt gerade lachen müssen. Entscheid dich! Entscheid dich, wo du hinfliegst, du blöde Lodermaus. Lodermaus, Rettlem. Nein, da wird man automatisch reingeworfen. Ich habe gedacht, ich könnte. Warum muss ich mich mit der Lodermaus abgeben? Das ist so ein ätzender Zwischenbus. Lodermaus, aber irgendwie kommt mir die so bekannt vor. Ja, wie man sagt, den Kirby-Maus-Attacke gibt sie angeblich wieder, oder? Ich habe Mausattacke noch nie gespielt, aber einer meiner Abonnenten hat gesagt, das ist eines der besten Kirbys. Und ja, hab mir gedacht, wieso Let's Play es nicht mal? Ich habe auf der Wii U nachgeschaut, gibt es ganz billig da zum Kaufen. Ich meine, DS-Spiele habe ich ja schon genug als Kassetten und die sind jetzt auch nicht so retro, dass ich mir jetzt unbedingt alle als Originalkassetten kaufen muss. Und auf der Wii U könnte ich es auch in schön 1080p HD aufnehmen. Ja, das wäre schön. Ich glaube, das mache ich. Vielleicht nach diesem Let's Play hier würde ein Let's Play zu Mausattacke sich irgendwie anbieten. Das mache ich sogar.
jetzt ist es beschlossene Sache. Let's play Kirby Maus Attacke nach dem hier. Ja genau, das habe ich in der vorigen Aufnahme nochmal erwähnt. Tja, und UFO Kirby, wir hatten ihn doch schon mal in dem Let's Play hier, oder? Glaub schon, oder? Meine Güte, in dem Part hier mal ein bisschen viel Feuerball, Kirby. Jetzt habe ich gerade auf mein Mikro geschaut, um zu sehen, wie lang der Part schon ist. Denn das steht hier bei meinem neuen Aufnahmeprogramm leider nicht dabei. Aber das ist nicht so wichtig. Auf meinem Mikro kann ich ja eh jederzeit sehen, wie lang das schon ist. Wow, was fährt denn da draußen gerade vorbei? Ein riesiges. Aber heute bin ich irgendwie gut drauf, muss man sagen. Zwar war gerade ein bisschen zwider, weil die Aufnahme halt hin ist, aber eigentlich ist heute ein schöner Tag. Hm? So, einen Bereich noch nach links. Ja, Moment mal, ne? Ich muss aufpassen, hier sind mehrere Wege. Alle Hips. Moment, hier, jetzt. Wo führt das hin? Ja. Jetzt nach unten oder links unten? Aber wie komme ich da weiter? Da war ja diese Sackgasse. Ach so, hier geht's weiter. Okay, ich habe gedacht, da kommen wir dann sonst wieder in diesen einen Bereich, wo ich da oben schon nicht weitergekommen bin. Das war ja noch in dem Part hier und nicht in der Fehlaufnahme, oder? Bitte sag's mir. Mann, immer wenn ich eine Fehlaufnahme mache, bin ich so verunsichert. Bei kurzen Fehlaufnahmen nicht, aber bei langen. So, Moment. Einer scheint ein großer Bereich zu sein. Oh, hier haben wir wieder so einen Schalter, den nehme ich auch gerne. Oh, Moment, das ist wieder eine andere Welt. Nein, das ist Kohlkaverne. Okay. Ja, so eine Tür kann ich gebrauchen. Wo geht's denn hier lang? Rettichruinen. Hm, aber da machen wir im nächsten Part weiter. Ich finde es immer so witzig, dass das alles nach Essen benannt ist. Ist euch das aufgefallen? Naja. Was mir in dem Spiel aber unfassbar gut gefällt, sind die Hintergründe. Die sind immer so wunderbar designt. So, jetzt bin ich hoffentlich genau hier. Dann einmal nach rechts und dann. Ich glaube, das ist eh der richtige Weg. Haben Stein-Kirby behalten, denn ich sehe, da unten brauchen wir ihn. Ich sagte, aber andererseits links gibt es ja eh wieder frischen Stein-Kirby. Und noch eine Tür, falls wir Game Over geben. Das ist gut. Damit lässt sich arbeiten. Oh, und da gibt es jetzt den Gegner eh. Stein-Kirby. Moment, da oben haben wir so einen Schalter. Wo geht's da hin? Nein, Moment! Ah ja, gut, allerdings bin ich jetzt ein bisschen verunsichert, weil eigentlich hätte es da ja noch was gegeben, da oben mit dem Schalter und so. Schatztruhe, zählen die auch zu 100%? Kirby spielen wir da alles in 100% gerechnet, für welche, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Bonkers, die sehen mal in dem Let's Play immer in den Game Boy Advance Titeln, tja. Und UFO Kirby sieht man irgendwie nicht mehr. Na gut, in Kirby Planet Robobot gab's ihn. Ich nehme jetzt allerdings doch Hammer Kirby, denn mit dem können wir diese Pflöcke auch einrahmen, aber mit dem Unterschied, er ist viel stärker. Oh. Fun-Fun? Mir fällt gerade auf, da ist ja Fun-Fun. Ach ja, bei Krayko fällt mir ein, da war ja auch ein Fun-Fun-Spender. Der gibt Wurf-Kirby, aber Fun-Fun selbst, der hat ja in der Serie so einen niedlichen Auftritt gehabt in Folge 94. Fun-Fun ist ja hier und in Kirby Nightmare Dream mit ein Gegner, aber in dem Spiel haben wir ihn bislang noch nicht gesehen. Wen gibt's hier als Boss? Talpa, ein riesiger Maulwurf? Süß, dem will man ja gar nicht wehtun. Neulich habe ich einen Igel draußen gesehen. Ne, wirklich. Ein Sonic. Ein Sonic the Hedgehog habe ich in meinem Garten hinten gesehen. Ja, wirklich. Der sieht aber nicht schwer aus, muss man sagen. Der ist ja voll einfach. So, alle. Ja, und das wäre schon. Crystal. Jetzt wollte ich schon Crystal Shards sagen. Mirror Shards. Crystal Shards sind ja die in Kirby 64. So. Na bitte, der Part war auf ganzer Linie erfolgreich. Auch wenn er einen holprigen Start mit einer schönen Fehlaufnahme hatte, das war ein toller Part. Na gut, UFO Kirby haben wir ja eigentlich in Kirby Planet Robobot wieder gesehen, mit der Amiibo und so. Um den Satz von vorher noch kurz zu Ende zu bringen. Talpa, ein Maulwurf. Eigentlich hätte ich vermutet, der wäre ein Kirby Mausattacke, weil mit den Mäusen und so. Ich glaube, von dem habe ich schon mal ein Bild gesehen, wie bereits gesagt, aber ich glaube nicht. Ich habe, wie gesagt, gedacht, den gäbe es in Mausattacke. Aber egal. Gut, im nächsten Part dann zu den Rettichruinen. Tschüss!